Willkommen zu einem Dual-Slalom-Rennen hier bei Schweppenhausen in der Nähe von Stromberg. Das ist die Strecke, relativ steil und hoch muss man wohl schieben. Es ist jetzt irgendwie Trainingszeit und dann werde ich mich gleich mehr runterfahren. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. So Kurvenfahren ist nicht so meins. Und da kommt der Veranstalter. Hast du ein paar Worte zu diesem Event? Noch ein Tipp? Ich habe eben schon gesagt. Weit anfahren. Weit anfahren. Ja. Wenn du hier spitz drauf kommst, das wird nie im Leben was. Ja, du musst wieder Lukas eben von da hinten schon anfangen. Also du siehst ja, wo hier die Raceline reingeht. Genau. Die Raceline geht hier rein. Zu weit will ich nicht fahren, weil dann kriegst du spitz. Ja. Aber du musst hier reinkarten. Und mit Schwung. Schwung hilft. Oh, das ist so steil, ey. Ah. Okay. Schön, das wollt ihr auch zu fahren, ja? Ah. Ich hab die eine Kurve da nicht bekommen. Das ist bestimmt lustig, aber leck mich am Arsch. Ja, ich hab grad fast geschafft hochzufahren. Ach, Quatsch. Doch. Never. Ich hab doch Video. Uah. Es ist schwieriger, als es aussieht und es ist natürlich auch steiler, als es auf der GoPro rüberkommt. Glaubt eh keiner. Ja. Ah. Ah. Ja, ich steck's wieder rein. Reicht das? Vor allen Dingen musst du erstmal das Vertrauen kriegen, sich auf den Reifen zu legen. Wenn ich spitz reinfahrt, ja, das wird gar nichts. Im Race kann man schon mal das hier ziehen rein. Außenrum. Ja. Also weit außen. Aber das darf man doch jetzt am Anfang noch keinem verraten. Weiß schon jeder. Ah, okay. Jo! Sehr gut! Ich krieg die Kurve da nicht. Ja, ich hab's gesehen. Die dritte. Ah, okay. Ja. Fährst da und dann fährst du geradeaus runter. Ja, ich krieg die nicht. Machen hier eine Wurzel! Alex, was soll ich gerade Fallen ist gar nicht schlimm. Also links ist. Oh! Alter! Geil! Oh, 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 Wasser! Oh, 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 oh! Hoppala! Ich fahr jetzt auch nochmal. Vergiss es, ey! Das Hochschieben nicht wäre. Alex, der Lukas will mit seinem Fahrrad mal fahren. Da ist das Fahrrad, los! Komm! Ich meine, es leidet jetzt auch noch mit dem Hinterrad. Gewicht vorne hat er gar nichts mehr. Ja, ja, vorne hat er einen Rutscher gehabt und dann war es vorbei. Ja, bei dir merkst du das Gewicht, das schiebt einfach nach unten weg. Da kriegst du gar nichts hin. Du musst das Hinterrad viel mehr offen lassen, aber das Gewicht drückt dich einfach. Ja, dann musst du gucken, dass es nicht zu weit runter slidet. Da merkst du halt einfach das Gewicht, das ist... Ja. Komm, komm, komm. Jo! Der war gut! Ast rein! Ich glaube, der Luftdruck spielt bald keine Rolle mehr. Oh, doch, doch. Also, du musst den Reifen ja auch auf dem Schlamm zum Walken bringen. Ja, ja, klar. Wenn der nicht walkt, dann reinigt er sich nicht. Aber in dem Moment, wo der die ganze Zeit so macht, weil er halt eben unter ein Bar hat,
fährt er sich frei. Und das ist eigentlich der, ja, der Witz dabei. Also Fahrtechnik brauchen wir hier eigentlich keine. Eigentlich müssen wir nur den Reifen sich irgendwie reinigen lassen. Reifen reinigen und Balance halten. Genau. Also weniger Luft fahren. Auf jeden Fall weniger Luft. Oh, Lukas! Schau dir an, das Bier. 26 Kilo. Ja, klar, ist Probe. Alex! Ist nur, weil ich jetzt Luft rausgelassen habe. Ja, zeig mal. Ich glaube, ich muss auch noch mal Luft raus. Und? Fährt sich nicht schlecht. Also, Achtung. Vor allem, weil du unten so viel Gewicht hast, dein Schwerpunkt, der haut das nicht so weg. So, ich fahre einfach hinterher und filme euch. Da das mit Kurvenfahren bei mir nichts mehr wird, dachte ich fahre einfach nur hinterher und filme und muss dabei das Rennen nicht mitfahren. Jo! Der war schief! Geil, Mann! Alex, du musst jetzt wissen. Ja, wenn echt voll übertrieben. Das war natürlich alles nur eine Stunt-Einlage für das Foto. Aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal mit den Rennen. Das Training war jetzt lang genug. So, geil, dass ihr alle da seid. Der Sport lebt von Leuten wie euch. Wir fahren Slalom. Wir sind eigentlich eine kleine Gruppe. Ich würde sagen, wir fahren 3 Durchläufe jeder. Und wer gewinnt, ist halt eben, sammelt einen Punkt. Wer nicht gewinnt, sammelt halt eben keinen Punkt. Und es geht dann darum, quasi in die nächste Runde zu kommen. Sobald dann quasi entschieden ist, dass wir Leute haben mit 3 Punkten, 2 Punkten, 1 Punkt, 0 Punkt, teilen wir auf in quasi 2 Pyramiden. Kleines Finale, großes Finale. Und fahren dann quasi nochmal das Finale raus und da wird dann bei jedem Run einer ausscheiden. Zum Reglement, ihr wisst alle, an den umfahrbaren Stöckchen quasi die Außenstecken, da müssen dran vorbeigefahren werden und zwar das Vorderrad muss dann vorbei. Das Hinterrad könnt ihr auch durchzirkeln, zählt. Wenn ihr eine Stange auslasst, eigentlich nochmal hoch, außer ihr pokert drauf, dass der andere auch eine Stange auslässt, wenn beide quasi einen Disqualified haben, wird das Ding wiederholt. Nee, gut, du bist du gelb, ja? Ja, klar. Bin ich blau noch nicht gefahren. Das ist natürlich auch gut. Also. Warte. Mach mal eigentlich Motor an oder aus? Ich habe nur da liegen gesehen. Ich habe das Bein zwischen Rahmen und Sattel eingeklemmt. Da kam ich nicht mehr hoch, immer weiter runter. Welche Bahn? Okay, 1 ist gelb, 2 ist blau. 1 oder 2? 2. Sage mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Das war ein guter Hinweis, dass nur das Vorderrad rum muss. Ja. Zählen wir einfach bis 3 nach dem Fistbump oder direkt? Direkt. Direkt? Okay. Ja. Strecke frei. Ja. Stark, stark, stark! Yes! Jawohl! Ja. Ich dachte kurz, ich komme nicht an dem rum, aber irgendwie ging's. Ja, komm, Schiebehilfe! Erst einen Pfosten nicht bekommen. Hm? Ich hab den ersten Pfosten nicht bekommen, musste ich nochmal hoch. Ach Scheiße. Dann. Go, 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 go! Komm, Bruder, komm, jawohl! Wenn ihr eine Stange auslasst, eigentlich nochmal hoch, außer ihr pokert drauf, dass der andere auch eine Stange auslässt, wenn beide. Ja. Blöde erste Kurve da, ey. Okay.
Wenn man nur von einer Seite auf das Fahrrad aufsteigen kann, ist hier etwas von Nachteil. Warte, Gab, ich komm noch. Woran hat's gelegen? Ich habe den dritten Pfosten nicht bekommen. Ich fahre euch hinterher und filme euch. Ab jetzt dürfen die großen Jungs zeigen, wie man da richtig runterfährt. Ich fahre nur noch gerade durch die Mitte und filme die dabei. Da waren wir beide schon aufgeregt. Zu pickerisch. Und go! Das war ganz knapp, aber. Knappe Kiste. Geil. Geiler Run. Yeah! Verkauft. Yeah! Und ich nehme mir eine. Platz 3. Losglück. Losglück. Ja, aber ja. Du warst nicht verkackt beim letzten Mal. Ich brauche noch ein Bier. Ja, war geil. Also, mega super. Geil. Vielen Dank euch. Überragendes Event. Vielen, vielen Dank für die Orga. Vielen Dank fürs Fahren. Also, ohne euch wäre das hier nichts. Ja, sonst würde ich allein stehen. Also, geil. Ohne euch gibt es das gar nicht.